Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Jo, also wir haben Ton und ganz viel Wasserflöhe gesammelt. Die werden wir jetzt erstmal hier irgendwo unterbringen. Ich glaube hier, das kann man alles mal abhängen. Und dann können wir anfangen, unseren Boden fertig zu bauen. Wäre doch schon mal etwas. So, Trockenfleisch haben wir da. Das können wir essen. Zwei Spinnennetze. Mal wieder den Helm tauschen. Das irritiert so ein bisschen. Spinnennetze waren da drin. Ja. So, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zu unserer Kathedrale und fangen an, den Boden mal zu bauen. Ich hoffe ja, dass jetzt das Material reicht. Sieht schon heftig aus. Wie so eine Festung, ey. Ich finde, so geht's schneller. Sogar am Überlegen, ob man... Ne, das sieht dann blöd aus. Ich wollte gerade sagen, vielleicht... Vielleicht hier das nochmal tauschen mit Stein. Ne, der muss ja auch dann Stein. Ich glaube, das sieht dann ein bisschen besser aus. Das heißt, wir nehmen den da nochmal... Na komm, nimm doch. Eins, zwei, drei. Nee, da machen wir wieder Ton hin. Weil da kommt ja dann eine Tür hin. Ja, ich glaube, so geht's. Warum haben die innen drin eine Ton? Hätten wir die nicht einfach nur aus normalen Steinen machen können? Mal guck, der innere Kern ist Ton. Komisch, ne? Das kann alles. Gehen wir schnell nochmal Stein holen. Toll. So, wie viel Stein brauchen wir denn? 40 Stück nur. Okay. Gut, kriegen wir hin. Und dann könnten wir nebenher nochmal die Tür weitermachen. Das heißt, da kloppen wir uns die zwei gerade mal um. Bin ich blöd oder ist hier das Licht irgendwie gerade ganz komisch? Ich habe keinen Plan. So, passt. Zack, Tür ist fertig. Da kommt auch nichts mehr rein. Und dann gehen wir uns jetzt noch die 40 Steine holen. Den Rest Ton erstmal weg. Ah, das gibt ein Monster, ey. 40 Steine und der Ton kann weg. Pilzziegel brauchen wir außerdem auch noch. Ton kann weg. Steine. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. So. Und wir nehmen uns gleich wieder Pilzziegel mit ein paar. Und wir nehmen uns Eichelkappen mit. Könnten 10 Stück reichen. Eichelschalen, 3 sind ein bisschen wenig. Nehmen wir auch 10 Stück mit. Könnte ja die eine oder andere Tür gebaut werden. So, dann gucken wir uns das Ganze erstmal an. Und ich denke, in der nächsten Folge machen wir nochmal eine Federrunde.
Ich hoffe ja schon die ganze Zeit, dass hier wieder mal was landet. Aber hier landet nichts mehr. So, dann erstmal den Boden fertig. Boden fertig. So, das Holz brauchen wir erstmal noch nicht. Das können wir mal... Ich glaube, wir bringen es gerade mal rein und lagern es ein, weil Holz ist halt, das könnte man gebrauchen. Ich würde auch drinnen ein bisschen mit Holz dann noch verzieren wollen. So. Ich hätte halt ganz gern andere Treppen. Ziegelsteintreppen oder so. Wäre natürlich noch viel geiler. So, und dann gucken wir mal zum Thema Säulen. Ich hatte ja gesagt, ich würde gerne Säulen bauen. Klar, das Rundrum brauchen wir auch noch, ja. Aber ich würde auch gerne mal sehen, was wäre hier machbar. Ich glaube, wir machen einen Zweifachabstand. Da. 1, 2. Da, oder? Ja, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Da. 1, 2. Da. Das ist blöd. Das ist blöd, oder? Ich weiß es nicht. Wir müssen mal gucken. Nee, warte mal. Das bauen wir jetzt mal andersrum. Hier fangen wir nämlich jetzt hier vorne an. Gucken, was besser aussieht. 2 frei. Da. 1, 2 frei. Da. 1, 2. Da. 1, 2. Da. 1, 2. Genau. So, was sieht besser aus, wenn es bis nach vorne geht? Weil hier kommt ja ein Altar hin. Vielleicht sollten wir doch... Vielleicht sollten wir doch die Dinge... Das sieht irgendwie doch komisch aus, ne? Also ich glaube, die wechseln wir, tauschen sie nochmal gegen Lehmboden. Ja, super, alles drunter gefallen. Sieht komisch aus. Also machen wir das gleiche hier. Alles mal weg. 1, 2, 3. Da haben wir wieder ein bisschen was. Das ist ja das, was ich meinte mit 1000 mal aufbauen, 1000 mal abbauen. Man muss es ein paar Mal hin und her probiert haben. So, und dann glaube ich, ist es der hier blöd. Machen wir den anderen. So. Das muss natürlich schön hoch sein. Und dann ist halt die Überlegung, kommt mir her und macht dann noch eine Reihe. Also entweder auf die Breite oder direkt auf den Grasboden. Und da dazwischen dann die Bänke. Oder Stühle oder was auch immer. Also wir können ja mal provisorisch mal Stühle hinstellen. Die sind nämlich nicht groß, ne? Könnte man... Ja, das ist blöd. Wir gehen mal gerade Ton holen, dass wir das mal zubauen können. Sonst falle ich da noch 10 Mal rein. Doch, das Licht sieht irgendwie diesmal anders aus hier drin. Ich weiß nicht warum. Hat so einen Grünstich, glaube ich. Ich dachte vorher, als das wäre wegen der Helmlampe, aber irgendwie
Irgendwas. Egal. So, das heißt, wir holen uns Ton. Ton, Ton. Wie viel brauchen wir denn? Da brauchen wir nicht wieder zu viel mitzuschleppen. 50. Okay. Oh, passt doch. Und dann kommt man hier rein. Hier vorne kommt ein Altar hin. Ich weiß halt noch nicht, wie wir die Bänke bauen. Also rein theoretisch könnte man... die sind halt zu groß. Das ist nichts für eine Bank. Wie würde das denn aussehen, wenn man sagt, man macht die hier? Ist halt viel zu hoch für eine Bank, ne? Oder man setzt sie nur mittig immer ein. Und dann, oh ja, auf die Hälfte kann man ja nichts anklippen. Sonst hätte ich gesagt, den setzen wir hier auf die Hälfte. Aber das sieht nicht nach einer Bank aus. Also das tut mir leid, das ist... Nee. Oh, die Krähe ist da. Hoffentlich... Gibt es ein paar Federn. Ich denke, die machen wir erstmal weg. Die Reihe passt, weil das soll ja wirklich so rüberkommen. Okay. Kann ich dann hier Bögen draufsetzen? Das ging, glaube ich, ne? Da könnte ich hier und hier. Aber das ist ein... Ich würde sie gerne noch höher machen. Aber ich glaube, da müssen wir uns dann dran wagen, wenn wir die Außenmauer mal stehen haben. Und da werden wir das nämlich dann auch so machen. Wir machen uns erstmal normale Pilzwand. Fenster, Pilzwand, Fenster, Pilzwand, Fenster. Ja. Sehr schön. Pilzwand, Fenster, Pilzwand, Fenster. Pilzwand, Fenster, Pilzwand, Fenster, Pilzwand, Fenster, Pilzwand. Würde sogar komplett passen mit der Ecke. So und so. Und rein theoretisch müsste da anstatt Fenster jeweils eine Tür rein. Also eine seitliche, ne? Da drückt man einmal den falschen Knopf, ne? Das heißt, hier ein Ausgang. Und hier ein Ausgang. So. Dann bräuchten wir... Nehmen wir jetzt mal die Fenster rein. Fenster. Fenster, Fenster, Fenster. Dann kommt Pilzwand, Fenster... Pilzwand, genau. Ich glaube, nach vorne lassen wir zwei Fenster. Und dann normale Pilzwand. So. Dann... Hinten, glaube ich, machen wir auch keine Fenster hin. Da machen wir es zu. Wie viel Platz haben wir nach hinten? Warte mal, das ist hier die Mitte. Das heißt, den mal weg und den mal weg. Weil ich finde sowas immer ganz cool. Gerade für das Kreuz oder für die Rüsselkäfer oder was man auch immer diesmal nehmen. Wenn man das so ein bisschen nach außen gewölbt hat. In etwas so. Aber dann könnten wir das eigentlich noch um eins verlängern. Da
Das heißt. Ah, das ist halt diesmal wieder viel Gerätsel erstmal, bis alles so steht, wie es stehen soll. Ja. Hier müssen wir dann gerade Wand wieder machen. Entweder eine Stopp. Entweder eine gerade Wand oder man macht noch eine Wölbung. Muss man dann mal gucken, wie wir das dann letztendlich mit dem Dach dann schön hinbekommen. Ich finde, das hat doch was, oder? Und dann können wir sogar hier Fenster nochmal reinmachen. So in die seitliche Wölbung und hier hinten für Kreuz, Rüsselkäfer, Wolfsspinne oder wen auch immer machen wir das dann so. So, und dann kann rein theoretisch das weg. Können wir uns sparen. Sind wahrscheinlich alle Ziegel nicht mehr greifbar jetzt. Ja, doch, den haben wir. Aber die da hinten. Oh, shit. Ja, doch, da könnten wir hier noch reinkommen. Gerade so. Gerade so. Komm, den einen kriegen wir auch noch. Jetzt stellt euch mal vor, wie geil das aussehen würde, wenn wir hier auch noch mit Ton machen können. Also mit gebogenem Ton, ne? Wäre ja schon irgendwie geil. Geht aber nicht. Das funktioniert nicht so wirklich. So, das heißt, hier setzen wir jetzt noch eine Reihe Ton dran. 3, 4. Und da müssen wir jetzt mit ganz oben. Nehmen wir die hier. Einmal da, einmal da, einmal da, einmal da. Ist die Frage, kloppen wir da noch zwei Ton rein? Hm? Können wir eigentlich machen. Warum hatte ich eigentlich so viel Ton mitgenommen? Da hatte ich irgendwas Falsches gesehen. So, das heißt, wir brauchen nochmal 8 Gras. Aber da können wir hier gerade mal zumachen rundherum. Der muss noch weg. Der muss definitiv weg. Wo haben wir den denn? Ah, das ist natürlich das Säuding. Das geht nämlich aus dem Boden da vorne irgendwo. Oder ich muss die Wand wieder wegmachen. Ne, ich krieg ihn weg. Sehr gut. So, den haben wir auch. Machen wir erstmal die erste Reihe zu. Sieht doch soweit schon mal ganz gut aus. Dann gehen wir mal schnell was essen, trinken, schlafen und so Zeugs halt. Hier liegt noch Holz, das nehmen wir natürlich mit. Und da lag auch noch das Gras, können wir liegen lassen. Oh ja. Oh ja, das wird was Ordentliches. Wieder schön wuchtig und groß. So, erst schlafen, dann essen, dann trinken. Macht doch sonst keinen Sinn. Ich noch ein Schlückchen Kaffee? Nee, der ist auch schon wieder leer. Boah. Dann halt nicht.
So, das heißt, erstmal wieder so ein hier und Rinne mit. Dann nehmen wir uns nochmal eine Ladung Pilzziegel mit. Sechs Grasplatten. Machen wir draußen. Nehmen wir sie uns doch direkt von draußen. Die nehmen wir uns auch mit, weil das ist unsere Mission. Also 3, 4, 5, 6. Ja, schon geil, wenn man so reinkommt, ne? Und dann da die Säulen. Boah. Kann man machen. Ich hoffe nur, dass das... Ah, das wird da oben wieder ein Problem. Ich glaube, wir müssen da nochmal was umbauen. Ich will das mal testen. Da fängt schon an. Aber... Aber... Die könnten wir auch kleiner halten. Also hier höher, auf jeden Fall. Und hier kommt man jetzt her und macht schon das Dach drauf. Wie so eine kleine angesetzte Kanzelkuppel, keine Ahnung. Sowas in der Art halt, ne? So, das heißt, da geht ein Dach. Da geht auch Dach. Da geht kein Dach. Das ist doch schon blöd. Das ist schon richtig blöd. Da geht's auch. Oh, das ist wegen so einem Millimeter, ne? Wieder so ein Millimeterchen. Und schon passt's nicht. Ja, dann müssen wir leider hier die Wand gerade machen. Es wäre zu schön gewesen, aber es geht leider nicht. Nur weil man einen Millimeter weiter, zu weit hier, ne? So. Und den Boden müssen wir wahrscheinlich jetzt auch wieder rausnehmen, weil das geht ja hier so nicht. Ja. Obwohl, wir könnten es auch. Dann hätten wir den Boden wenigstens bis nach hinten. Ach nee, komm, wir machen den raus. Machen hier Grasböden rein, das ist doch... Dies ist doch sonst blöd. So, und der muss bis runter. Ja. War ja klar. So, dann nehmen wir den hier noch. Den dahin, den dahin. Und ich glaube, damit das einfach nur schöner aussieht, nehmen wir hier die Ecken raus. Was sieht besser aus? Zwei Ecken? So vom Optischen her. Nee, ich glaube, wir machen hier den Boden rein. Die machen wir dann hier kommt normal zu. Und machen sie trotzdem kleiner. Das heißt, hier geht trotzdem dann das Dach entlang. Und wenn wir irgendwann zu viel Federn haben, ich glaube es zwar nicht, aber dann können wir immer noch das Ganze mal mit Federdach bauen. Vielleicht. Mal gucken. So, wir brauchen Pilzziegel und brauchen Gras. Wie viel waren das jetzt? Das hatte ich vorgesehen. Grasplatte sind auch um 12.
Ansonsten, die Idee von dem Ganzen ist schon ganz geil. Hm. Und halt auch mächtig, ne? So, und hier ist dann die Überlegung, hier müsste ein Tisch stehen. Oder anstatt einem Tisch machen wir das anders. Was nehmen wir? Wir könnten mal gucken, ob wir den Altar vielleicht so bauen. Rein theoretisch können wir den auch auf ein halbes bauen. Oder wir können auch die normalen Klettenböden mal nehmen. Ist vielleicht für den Altar selbst schöner. Und ich glaube, halb sieht besser aus, als wenn wir hier einen fetten Klotz hinstellen. Der ist halt an der Seite offen, aber ja, soll uns doch nicht stören. Soll ja auch nicht so genau hier hingucken, ne? Aber sonst, finde ich, geht es so. So, und dann müssten wir gucken. Hinten kommen keine Fenster. Hier hinten geht es dann hier zu nah. Unten. Müssen wir mal gucken, wie wir das da lösen. Ist die Frage, noch eine Fensterreihe drüber? Die Fenster hätte ich halt gerne nochmal größer. Und mit den Bögen ist es blöd zu bauen. Ich denke, so können wir das machen. Das heißt, hier nochmal einen. Frei, eins, frei, eins, frei, eins. Eins, den, dann den. Den und den. So, und hier kommt mir dann den einen Turm rein. Was weiß ich, ich habe hier die Treppe. Eins hoch, über Eck, zack, hoch, über Eck, zack, hoch, über Eck und so weiter und so weiter. Das würde bedeuten, wir machen da eine Tür hin, also da eine Wand und da eine Tür. Ich glaube, das sieht blöd aus, wenn man die Tür in die Ecke direkt setzt. Holen wir sonst noch da hinten. Sind wir doch, glaube ich, schneller. Oh. Bleibt sich das Gleiche. Tür wollte ich haben. Das ist eine türende Turm und das ist eine türende Turm. Zack. So, und dann da, da. Ich glaube, da. Diesmal machen wir keine Fenster drüber. Weil zu viel Fenster sieht auch wieder blöd aus. Ich muss mir halt nochmal was überlegen wegen den Bänken. Oh, Burg sieht schon geil aus. So. Und dann können wir mal schauen, kriege ich da oben noch Bögen reingekloppt. Da müssten sie ja jetzt wieder hingehen. Ich fand es schöner, wo wir die eins drunter setzen. Man konnte die mal so da reinsetzen. Ich fand, das sah viel schöner aus. Es geht aber nicht mehr, oder? Haben sie es wieder gefixt? Nee, leider nicht. Ja, so könnte es funktionieren.
Gut, aber ich sehe gerade, wir sind bei 30 Minuten angekommen. Ihr kennt das Spielchen. Wenn euch die Folge gefallen hat, seid so nett, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Also bis dann und tschüss.